Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Medieval Dynasty. Wir hatten in der letzten Folge ja die Felder bestellt, sage ich mal, bearbeitet, ausgesät und alles. Und jetzt haben wir genug Zeit, um uns um andere Dinge zu kümmern, und zwar vielleicht um den Ausbau unserer Siedlung, was ich gerne machen würde. Wo habe ich denn meine Axt gelassen? Ach, die hatte ich, glaube ich, weggelegt, kann das sein? Oder die ist kaputt. Steinaxt, da ist sie. Steinaxt, mehr brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Das Brennholz hier. Und so weiter. Das packen wir nochmal in unser Ressourcenlager. Das können nämlich die Bewohner auch ganz gut gebrauchen. So. Da weiß ich nicht, was das ist. Irgendwas Verdorbenes. Fleisch nehme ich mal an. Ich weiß es nicht genau. Das kann man, glaube ich, irgendwie zu Düngemittel verarbeiten. Aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. So, ich gucke mal kurz im Management, wie es aussieht. 50% Holz 42, ja, gut. Also, ich muss ja erstmal meine Axt wieder einem Slot zuordnen. Ich würde mal sagen, nee, das ist doch Quatsch, was ich gerade gemacht habe. Wir bauen doch eine Axt und keine Hacke. Kann sein, dass wir eine neue bauen müssen. Moment. So, jetzt aber. Dein Axt, nicht Hacke. So. Okay. Also, auf jeden Fall brauchen wir Holz. Denn ich würde ja gerne noch ein Haus bauen und die Dame einstellen, die uns sich da so freudig anschließen wollte, aber kein Haus hatte, wo sie leben konnte. Und die soll in Zukunft Holz sammeln. Dass sich das mal so ein bisschen selber hält hier. Ich weiß nicht mehr, wie viel Holz wir für so ein Haus brauchten. Sehen wir gleich. Gucke gleich mal. Häuser. Da. Einfaches kleines Haus brauchen wir 6. Wir bauen mal ein größeres Haus. Also brauchen wir noch mal 8 Stück. Also fällen wir noch mal eine von diesen Ahörnern. Ahörnern, Ahornbäume. Das hört sich das besser an. Die Stöcker, die ich hier nebenbei einsammle, die werde ich teilweise dann in die Ressourcenbox packen als Holzressource für die Leute. So, jetzt müssten wir eigentlich 8 Stück haben. Und dann bauen wir mal. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, weil für so ein großes Haus, weiß nicht, ob wir da Lehm brauchen oder so. Wir werden sehen. Das möchte ich ja hier zwischen bauen. Zwischen Scheune und der Schmiede. Mal gucken. Cool. Häuser. Da. Ui, das ist aber groß. Ob das hier überhaupt hinpasst. Könnte ich mir das vorstellen. So.
Das ist das Haus, was wir in Zukunft hier stehen haben. Jetzt hole ich mal den Hammer. Dann gucken wir mal, was wir brauchen. Hammer. Kann auch sein, dass der ebenfalls kaputt ist. Ein Rundholz und 10 Stöcke. Brauchen wir ein Rundholz? Ja, noch mehr Bäume fällen. Nehmen wir mal die Dings da. Kiefer oder was das ist. Auf die 3. Dann gehen wir erstmal was trinken. Was essen? Haben wir noch was? Nee, machen wir mal das. Kochen wir gleich mal. So. Dann essen wir davon gleich was. Da liegt bestimmt auch schon wieder ein neues drin. Und dann schauen wir mal, wie das mit dem Haus aussieht. Das bauen wir als erstes auf und dann die Schmiede, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, was wir für das größere Haus brauchen. Da passten, glaube ich, 4 rein. Ne? Wir gucken gleich noch mal, bevor wir weitermachen. Und dann können wir die Dame zu uns einladen und die würde dann nämlich das Holz sammeln. Und dann müssen wir uns um das Holz keine Sorgen mehr machen. Dann müssen wir nur noch jemanden haben, der halt die Nahrung weiterverarbeitet. Denn nur von Beeren wollen die sicherlich auch nicht leben. So, jetzt essen wir erstmal ein bisschen Fleisch. So. Oh. Crafting. Das Fleisch. So. Dann gucken wir mal, was wir für dieses Häuschen brauchen. Das ist die Schmiede. Es scheint so zu sein, dass wir wieder nur Rundholz und so brauchen und nichts mit Lehm oder so. Sehr interessant. Ist auch nur ein so ein Raum. Na gut, okay. Dann machen wir das doch mal. Wie viel Rundholzer brauchten wir insgesamt? 3. Schlagen mal ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch was haben. Ach, da ist meine Steinaxt. Dann nehmen wir die doch gleich mal raus. Und dann holen wir uns mal Rundhölzer. So, ich werde das jetzt der Reihenfolge machen. Erst Rundhölzer, dann Stroh, dann Stöcker und dann Stroh. Hier. Dann machen wir das gleich so. Ein bisschen Stücke haben wir ja schon dabei.
So, da haben wir jetzt keins mehr. Gut, der nächste. Da das ja alles in 2 Jahren wieder nachwächst, angeblich, die Bäume und sowas, denke ich mal, sieht das dann auch ganz schnuckelig aus hier. Ich weiß ja nicht, ob es eine Begrenzung gibt. Wie bei Ark zum Beispiel, wie lang die oder in welcher Entfernung die Bäume überhaupt wachsen dürfen. Mal irgendwo noch mehr Rundholz liegen? Nee. Ja. Da habe ich was entdeckt, was wir brauchen. Federn. Da. Ich habe das gerade im Augenwinkel gesehen. Zwiegerig. So, nehmen wir noch mal einen mehr. Es ist ja nicht so weit zu laufen. So, Kisten. Dann bauen wir die Schmiede. Beziehungsweise, dann werden wir erstmal die Dame einladen zu uns und werden sie dazu verdonnern, Holz zu sammeln und zu schlagen. Und danach bauen wir die Schmiede, weil das wird dann nämlich ein bisschen einfach, dann einfacher. Dann müssen wir nämlich nicht mehr selber das Holz schlagen. Hier hat man jetzt schon einen, ne? Dann werde ich jetzt mal ins Ressourcenlager gehen und mir da die Stöcke rausholen, die wir haben. Stock. Na, viel sind es ja nicht. Und jetzt haben wir hier auch noch 16 Stück. Na, wir werden mal gucken, wir werden abwarten. Stöcker sammeln. Liegen ja hier überall rum. Ich glaube, wenn man die Baumstümpfe entfernt mit der Schaufel, gab das auch Stöcker. Aber ich weiß nicht, wenn wir die jetzt entfernen, ob wir da nicht diesen wachsen stören. Deswegen lasse ich die da mal so stehen. Ein Stück. Das ist ein Stein. Es wird schon dunkel wieder. Weit war da jetzt mitkommen. Aber erstmal die hier. Ich würde mal sagen, wir machen hier dann gleich mal Schluss. Die Außenwände haben wir fertig. Oh, ein Stock noch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da geht es dann weiter mit dem Dach. Und dann fangen wir sicherlich auch die Schmiede an zu bauen. Zack. So. Und ja, mal schauen. So, das haben wir fertig. Bis zum nächsten Mal und tschüss.